ist Mone Denninger. Ich unterrichte am Gymnasium Erlgasse Mathematik, Informatik, textiles Werken und digitale Grundbildung. Ich arbeite schon sehr, sehr lange selbst mit einem Surface-Gerät und bin nach wie vor begeistert und bin ganz, ganz glücklich, dass nun auch unsere Schülerinnen und Schüler mit diesen Geräten arbeiten dürfen. Das Surface Go hat eine wahnsinnig gute Größe. Es ist groß genug, dass man darauf arbeiten kann, dass man alles sieht, was man braucht. Aber es ist klein genug, dass es auf den Tischen der Schülerinnen und Schüler in der Klasse noch Platz hat, so dass man eben daneben auch noch ein Heft oder ein Buch liegen lassen kann. Die Lernergebnisse haben sich bei meinen Schülerinnen und Schülern bedeutend gebessert durch die vielfältigere Arbeitsmethode. Mit so einem Gerät kann ich einfach hier unterschiedliche Lernszenarien anbieten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich jeden Schüler hier zu erreichen. Das heißt, die Schüler können sich auf ihren Surface-Geräten zu Hause Videos anschauen, bekommen da den Input. Und im Unterricht habe ich hier die Möglichkeit, viel individueller zu arbeiten. Das heißt, viel besser auf Schüler einzugehen, die guten Schüler hier wirklich besser zu fördern und den Schwachen ebenfalls zu helfen. Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Und es ist für die oft schwierig herauszufinden, wie man ein Wort auf Deutsch korrekt ausspricht. Hier eignet sich der Immersive Reader einfach hervorragend. Die Kinder können sich hier Texte auf Deutsch anhören. Natürlich funktioniert das auch in jeder anderen Fremdsprache. Und so lernen, wie man diese Sachen korrekt ausspricht, weil sie es zu Hause gar nicht hören. Mein Name ist Martin Berger. Ich unterrichte Musik, Geschichte, Informatik und digitale Grundbildung. Und ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Windows. Eigentlich schon seit meiner eigenen Schülerzeit. Im Punkto Effizienz ist es so, dass natürlich der Einsatz der Surface-Geräte viele Möglichkeiten lässt, Abläufe zu standardisieren, ja, indem ich einfach ein Schulbuch, ein Heft digital zur Verfügung habe. Immer, egal wo ich bin. Ich brauche mich als Schüler um ein einziges Ding kümmern, das ich zu Hause in die Schultasche stecke. Der Unterricht ist viel kreativer und aktiver geworden, durch das der Zugang zu mehr Material vorhanden ist. Kopien gibt es bei uns in der Klasse im Prinzip gar keine mehr. Wir teilen alles über OneNote aus. Die Schülerinnen und Schüler haben dort dann alles toll gesammelt in einer Mappe und können dort auch Arbeitsblätter ausfüllen, reinzeichnen, was auch immer erforderlich ist. Es macht den Schülern sehr, sehr viel Spaß, mit diesen Geräten zu arbeiten, da sie nicht immer nur mühsam mit Maus und Tastatur arbeiten müssen, sondern eben mit dem Stift direkt drauf schreiben können. Dadurch haben sie einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Da sehe ich den Vorteil für die digitalisierte Arbeitswelt, dass ich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten habe. Ich kann Handschrift eingeben, ich kann natürlich aber auch 10-Fingersystem meinen Schülerinnen und Schülern beibringen. Das merken wir auch sehr stark, ist auch eine große Forderung der Eltern. Da sieht man natürlich auch schon den Zug in Richtung Arbeitswelt. Ich finde es großartig, dass unsere Schülerinnen und Schüler jetzt schon mit Office-Programmen arbeiten, die im Arbeitsleben und auch im Privatleben später relevant sind. Das heißt, jeder wird wahrscheinlich mal in Word einen Brief schreiben müssen oder in Excel eine Berechnung durchführen müssen. Das heißt, egal welchen Beruf unsere Schülerinnen und Schüler später mal ergreifen, sind das mit großer Wahrscheinlichkeit genau die Programme, die sie auch später verwenden werden. Für mich persönlich kommt dann hinzu kollaboratives Arbeiten. Das ist sicher ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, den jungen Lernenden intensiv beizubringen. Ohne dem geht es heute schon nicht mehr und in 5 bis 10 Jahren noch weniger. Das sind dann oft auch einfache Dinge, dass man lernt, wie man eben Dinge richtig miteinander teilt. Ja, dass es halt einfach nicht geht, ein Video zu verschicken per E-Mail oder solche Dinge. Wie oft ich gefragt worden bin, ja, und wie machst du dann, wenn du schnell eine Skizze baust oder so irgendwas, ja? So, dann drehe ich mich um und mache so eine Tafel. Ist ja trotzdem da. Ich darf sie ja trotzdem benutzen, ja? Heißt ja nicht, dass ich die dann nicht mehr benutzen darf, ja? Also, das ist ja das Schöne, dass wir die Kombination haben, dass wir alles haben.